Meine Damen und Herren, und nun singe ich Ihnen einen Schlager, der bei uns in der Tschechischen sehr, sehr populär ist und der bald auch in der deutschen Sprache zu hören sein wird. Weil ich dieses die Tschechisch singe, möchte ich Sie kurz mit Inhalt des Textes bekannt machen, damit Sie ungefähr wissen, wovon gesungen wird. Wenn Sie dann später dasselbe Lied in deutscher Sprache hören, anderes besagt und trotzdem mit der Melodie gut harmoniert. Verzeihen Sie bitte, dürfte ich Sie stören, dürfte ich bitten, einen kleinen Augenblick stillzustehen. Ich möchte mir rasch eine Aufnahme machen. Ich habe mein Blitzlicht vergessen. Gerade jetzt, aber bitte schnell, damit wir das Programm nicht lang aufhalten. Nein, das ist gleich nur eine Sekunde, das ist gleich fertig. Ja. Wenn Sie gestatten, ich mache mir nur rasch eine Aufnahme, damit ich nicht lange störe, ist gleich fertig. Eine Sekunde nur, ist gleich fertig. So, also wenn Sie sich vielleicht noch ein Stückchen dahin stellen könnten, ja. Wohin? Ungefähr einen Meter dorthin, ja, damit der Hintergrund etwas nach vorne kommt, so ungefähr, ja. Ja. Und schauen Sie bitte so ins Publikum, ja, und wackeln Sie einen Augenblick nicht, damit Sie dann am Bild nicht irgendwie verwackelt aussehen, ja. Also Achtung bitte, stillsehen, Achtung bitte. Ach bitte die Hände, wenn Sie noch etwas anders geben könnten. Na, wie anders? Na, damit Sie nicht nur so runterhängen wie ein Kuhschwanz, so ein bisschen eleganter, wenn die Hand, so ungefähr, ja. Wenn Sie gestatten, so ein bisschen, na, das ist so, gut, ja. Ja. So machen wir das, so. Ja, so ist eine Hand gut so. Also Achtung, bitte stillstehen, Achtung. Ach bitte, wenn Sie noch etwas das Köpfchen, eigentlich Kopf, weil Sie haben ziemlich groß, nicht wahr? Wenn Sie etwas nach links drehen könnten, dorthin, ja, damit Ihre lange Nase nicht so zu sehen ist. Wenn Sie gestatten, ja, ich weiß es. Ja, so. So im Dreiviertelprofil werden Ihre Züge viel, viel weicher jetzt, ja, ja. Die Nase zum Beispiel haben Sie jetzt ganz weich, ist eigenartig. Ja, Achtung, jetzt dürfen Sie nicht mehr wackeln, wenn Sie schon in der Verarbeitung sind, nicht wahr? Sonst verlieren Sie wieder die Fasson, ich muss Sie dann von neuem richten, nicht wahr? Ja, und wenn Sie noch bitte etwas den Mund öffnen könnten, ja? Nur wie öffnen? Nur damit es aussieht, als ob Sie gerade zum Publikum sprechen würden, ja? Ja, dass Sie gerade etwas sagen oder ja, so. Ja, als ob Sie gerade, sagen wir, ein A aussprechen würden. So, ja. Nur nicht so viel, damit der Nickelzahn nicht so zu sehen ist, so ungefähr. So. Ja, ungefähr so. Bitte beeilen also, Sie sich etwas, wir können das Programm nicht so lange aufhalten. Nein, ist noch eine Sekunde, schon ist es sehr ruhig. Also Achtung, bitte stillstehen. Achtung, Sie müssen verstehen, ich kann Sie nicht nur so husch-husch aufnehmen, damit Sie dann am Bild nicht wie etwas Verhunztes aussehen, nicht wahr? Auch fotografieren ist eine Kunst und lässt sich nicht so abfertigen. So, bitte stehen Sie still. Achtung, das ist schon besser, die Weile es auszuhalten, nicht wahr? Sich zu gedulden, sonst kann es noch passieren, dass Sie dann am Bild wie in Natura aussehen, nicht wahr? Also Achtung, ja und bitte, wenn Sie noch etwas das Bein knicken könnten, wenn Na, es möglich wie knicken? Wäre. Falls Sie es knickrig haben, so, ich meine so im Knie, so in dem Apfel, ja, so ein Apfelknick, wenn Sie gestatten, so ungefähr, so bitte schön, ja, so wäre es gut. Ja, jetzt ist es gut, also bitte stillstehen, Achtung, nicht mehr wackeln, die Nase nach links, Achtung, stillstehen. Oder knicken mal lieber das andere. Aber das ist doch egal, das die linke oder rechte, also. So ungefähr. So, ja, ja, so das, so ungefähr. Ja, also jetzt bitte nicht mehr wackeln. Stillstehen, Achtung. Ich weiß nicht, mir gefallen die Beine nicht so richtig. Sind nicht fotogenische Beine, die schauen so latschig aus, aber oder latschig. Was? Latschig. Dann lassen Sie eben die Beine aus und machen Sie mir nur ein Brustbild. No. Brustbild, man sieht, dass Sie kein Fachmann sind, da muss alles drauf sein, nicht nur ein Brustbild. Da muss auch der Kopf drauf sein, nicht wahr? Und hauptsächlich der Kopf, wie wäre das denn aussehen, wenn nur die Brust drauf wäre? Aber so habe ich es auch nicht gemeint. Ja, das ist egal, wie Sie es gemeint haben, aber nur ein Brustbild mache ich Ihnen nicht. Da würde Sie ja niemand erkennen, nur nach der Brust, nicht wahr? Was so eine Brust hat jeder, das ist keine Seltenheit. Wenn es was extra wäre, bitte, aber das da hier. So eine Hühnerbrust hier fotografiert man noch nicht, nicht wahr? Ja, den Kopf, ja, das ist was anderes, nicht wahr? Der muss nichts Herrliches sein, der Kopf. Das kann auch ein Kopf sein wie der Ihre, nicht wahr? Aber nur ein Brustbild. Bitte beeilen Sie sich doch etwas. Wir können das Programm nicht so lange aufhalten. Na, was heißt Ihr? Ja. Ich halte sicher, wenn Sie sich nicht so dusselig anstellen würden. Weil da sehen Sie, was Sie da schon wieder machen. Jetzt zerfuchteln Sie sich doch wieder ganz. Na. Ich möchte mich doch Ihr Ohr bekratzen können. Ja, das kennen Sie jetzt eben nicht mehr. Na. Oder sagen Sie es mir und ich mache es Ihnen selber. Aber Sie kennen nicht meine... Sie kennen meine ganze Arbeit wieder zunichte wackeln. Also stehen Sie jetzt endlich still oder ich hau ab und fotografiere jemanden anderen, nicht wahr? Also Achtung, stillstehen, Achtung. Das ist eine Arbeit, das da ist. Es ist leicht gesagt, jemanden zu fotografieren.
Naja, so jemanden, es kommt darauf an, wen man gerade fotografiert, nicht wahr? Mancher stellt sich hin, sie brauchen ihm kein Wort zu sagen. Aber was ist doch? So ein Tollpatsch hier kann sich nicht mal richtig hinstellen. Na, schauen Sie mal, wie er da steht, ne? Wie so ein verhunztes Denkmal. Das soll eine Stellung sein, ich habe Ihnen schon dreimal gesagt, nicht wahr, dass Sie die Nase etwas mehr nach links drehen sollen. Ja. Abgesehen davon, dass die Nase auch ein bisschen abwischen braucht. Das kann ich was brauchen Sie denn aus selbstverständlichen Hals? Bitte schön. Das kennen Sie was nicht. Das braucht nicht. Mensch, wo haben Sie denn die Tricknase her? Mensch, Sie haben ja die ganze Nase beschmutzt und so haben Sie mich fotografiert? Nee, Mensch, jetzt sind Sie nicht mich, Sie haben Glück gehabt. Ich habe ja überhaupt keinen Film drin. Also bitte, wenn Sie das wissen, Sie was wir werden uns und das Ding auf die Teilen. Teilen. Sie kommen sehr hungrig. Wir machen einen Hutdurchschnitt an der Arme.